Guten Abend, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Schönfelder und ich arbeite für Weiterdenken, die Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen. Das wissen Sie, wir sind die grüne Einrichtung für politische Bildung. Und ich freue mich, dass wir zur zweiten Vorlesung in der Reihe Die demokratische Frage neu gestellt zusammengekommen sind. Und bevor ich Sie kurz in den Abend einführe, zwei technische Hinweise. Der eine Hinweis bezieht sich wieder darauf, dass wir hier im Theater sind. Das bedeutet, dass wir in sehr schönen Räumen sein können. Auf der anderen Seite bedeutet es, dass hier nebenan geprobt wird. Das heißt, ich weiß nicht, was geprobt wird, aber falls Schüsse fallen, ist es wahrscheinlicher, dass es die Probe ist, als dass Abraham Lincoln erschossen wird oder irgendwas. Okay, und der zweite Hinweis ist die Liste für die Studierenden. Diejenigen, die Scheine erwerben wollen für die Vorlesungsreihe, müssten sich bitte wieder eintragen. Gehen das einfach weiter, wenn sie es nicht brauchen. Okay. Sie wissen, dass für uns der Anlass für diese Reihe 25 Jahre friedliche Revolutionen, Umwälzungen in Europa sind. Und wir aus diesem Anlass der Frage nachgehen wollen, ob unsere Demokratie funktioniert, wie sie funktioniert, welche Fragen sich für die Zukunft demokratischer Institutionen, aber eben auch für die demokratische Kultur stellen. Und Professor Arnhöfel hat in der letzten Woche insgesamt in die Reihe eingeführt. Er hat so einen Rahmen dieser Reihe skizziert und hat einzelne Fragestellungen ausgeführt. Und er hat auch dargelegt, dass wir uns ein Buch von 1989 als Folie genommen haben, sozusagen von der wir aus die Reihe entwickelt haben, die demokratische Frage, das 1989 bei einer Edition Suhrkamp erschienen ist. Und Sie erinnern sich auch, falls Sie in der letzten Woche da waren, dass es da zwei Soziologen und einen Juristen gibt, die das geschrieben haben. Günter Frankenberg ist derjenige von den drei Autoren, der am Ende unserer Veranstaltungsreihe dann auch hier sein wird. Und er ist ein hessischer Jurist und die drei Autoren haben das 1989 natürlich ganz stark aus dem Kontext Westdeutschlands und Westeuropas geschrieben und da sozusagen die Fragen nach Demokratie erörtert, mit dem Blick nach Osteuropa, mit dem Blick nach China, aber eben schon sozusagen mit der Erfahrungswelt Westeuropas, Westdeutschlands. Und deshalb haben wir uns gewünscht, dass wir für die zweite Veranstaltung in der Reihe eine philosophische Stimme zu Wort kommen lassen, die sich aus einem osteuropäischen Kontext heraus, aus einer marxistischen Tradition herauskommt, ihr Leben lang mit Demokratie beschäftigt hat und sich eingemischt hat in Demokratiefragen in ihren jeweiligen Kontexten. Und sie wird sozusagen auf die Vergangenheit und auf die Zukunft der europäischen Demokratien blicken und nochmal sozusagen einen großen Rundumschlag machen, bevor wir in den nächsten Wochen dann in einzelne Aspekte tiefer gehen. Ich freue mich sehr, den heutigen Gast anzukündigen. Herzlich willkommen, Agnes Heller. Vielen Dank. Ich würde mich aber noch ein bisschen vorstellen. Ja, ganz gut, vielen Dank. Ich grüße euch, alle, die hier zusammengekommen sind. Und ich werde heute über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der Demokratie sprechen. Wenn man über etwas spricht, muss man im Anbeginn anfangen. Sozusagen muss man immer alles mit Adam und Eva anfangen. Das werden wir auch mit der Demokratie tun. Wenn wir über die heutige Demokratie sprechen, haben wir eine Art von Demokratie zu tun, die wir heutzutage liberale Demokratie nennen. Demokratie als die heutige Demokratie ist eine Kombination des traditionellen Liberalismus und der traditionellen Demokratie. Wenn man nur über Demokratie spricht, dann denkt man normalerweise auf die Athener Demokratie in Athens. Und einige unserer Zeitgenossen, unsere Vorfahren, idealisierten diese Art der Demokratie.
Die glauben, dass diese Art von Demokratie die wirkliche Demokratie gewesen war, weil die Menschen direkterweise, ohne Vermittlung, ihre Meinung ausgedrückt hatten und ihre Sachen erledigt hatten und die Beweise und die Gegenbeweise für Gesetze bestimmten und gegenstimmten und am Ende alles gelöst haben und alles erledigt haben zusammen. Das heißt, es war eine Volksversammlung. Ich spreche über direkte, nicht indirekte Demokratie. Direkte Demokratie heißt, dass es eine Volksversammlung gibt, wo alle Menschen in der Entscheidungsprozess persönlich teilnehmen zu können. Diese Art von Demokratie war idealisiert und ich glaube kaum, dass Menschen, die diese Demokratie idealisierten, wirklich wahrlich in einer solchen Demokratie leben wollten. Zum Beispiel in dieser Demokratie hat man doch Sokrates zum Tode verurteilt, weil er die Götter des Staates nicht anerkannt hatte und wer die Jugend verdorben hat. Ich glaube, da kam, dass ein heutiger Intellektueller oder Philosoph sehr gerne die Todesstrafe erleidet, weil er die Götter der Gesellschaft oder des Staates verleumdet oder nicht anerkennt. Zweitens, die Frauen sollen sich nicht eine ideale Demokratie in der alten griechischen Demokratie vorstellen, denn die Frauen waren überhaupt keine Staatsbürger, sie nahmen überhaupt nicht in der Volksversammlung statt, sie hatten überhaupt nichts mit der Sache des Staates zu tun. Dies ist die Sache der direkten Demokratie, die sowieso nur dann möglich, wenn nicht als mehr als 2000 freie Männer in einer Stadt leben. Mehr als 2000 freie Männer können nicht in der Volksversammlung die Sache des Staates zu diskutieren und eine Art Lösung vorwerfen. So, sprechen wir die heutige Demokratie. Die heutige Demokratie ist indirekt. Das heißt, wir wählen unsere Repräsentativen. Die Repräsentativen sollen uns in einer Weise repräsentieren, wie das Wort sagt, repräsentieren, sollen uns repräsentieren, sollen unsere Stimme, unsere Gedanken, unsere Wünsche und unsere Interessen repräsentieren. Das ist die Aufgabe der Repräsentation. Die Idee der Repräsentation ist nicht ganz neu. Es war schon in der Römischen Republik praktiziert. Die Plebejer, nicht die Patrizier, haben Repräsentanten gewählt. Und auch im Mittelalter und auch der Papst ist auch Repräsentant des Gottes und er ist auch gewählt. Als Repräsentant des Gottes ist er auch gewählt, wie auch der Repräsentant der Plebejer, die Tribunen und den Plebejern gewählt waren. Das Repräsentation ist nicht ein neuer Gedanke, aber dass die Demokratie selbst Repräsentation begründet ist, das ist nicht direkt, sondern indirekt ist, indirekt wirkt, das ist eine neue Erfindung. Diese Demokratie war aber durch Liberalismus beschränkt. Liberalismus entwickelte sich nicht parallel mit der Demokratie und entwickelte sich in anderen Ländern als die Demokratie in der modernen Welt. Liberalismus ist auf die Freiheit der einzelnen Menschen und Freiheit der Gemeinschaften, einzelnen Gemeinschaften und menschlichen Gruppen basiert. Liberalismus hat entdeckt, was wir Menschenrechte nennen und was wir auch die Rechte der Staatsbürger nennen, die sogenannte negative Freiheiten. Freiheit, Pressenfreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Wir machen, wir tun, wir sprechen, wir haben eine Religion, was wir eben wollen. Wir können das uns selbst wählen und der Staat kann uns nicht sagen, dass wir das nicht wählen sollen. Das ist unser Recht, unsere Religion, unsere
Gedanken wählen und auszudrücken, unsere Gedanken auch schriftlich auszudrücken. Und auch Koalitionsfreiheit gehört zu diesen Freiheiten. In Amerika war diese Kombination, wir wissen, wo die Kombination stattgefunden hat, in der First Amendment. First Amendment, der die sogenannte liberale Freiheitsrechte zu demokratischen Rechten hinzufügte. Das ist der erste sagen wir, Anwendung an die Konstitution. Wie sagt man das? Ich weiß nicht. In deutscher Sprache. So ist die liberale Demokratie vorgekommen. Aber diese liberale Demokratie ist eine moderne Demokratie. Die hat mit der Moderne nicht nur etwas zu tun, es konnte nur in der Moderne verwirklicht sein und verbreitet sein. Da müssen wir doch die Frage stellen, was ist die Moderne? Warum glauben wir, dass diese die indirekte Demokratie, die mit Liberalismus verknüpft ist, nur in der modernen Zeit zustande kommen konnte. Ich möchte eins über den grundlegenden Satz der Moderne reden. Der grundlegende Satz der Moderne ist der folgende Satz. Alle Menschen sind frei geboren. Das ist der grundlegende Satz. Alles folgt von diesem Satz. Natürlich ist dieser Satz als Satz nicht wahr. Menschen sind nicht frei geboren. Menschen sind als Babys geboren, die ganz und gar abhängig von Vätern und Müttern und anderen Menschen sind. Der Satz, alle Menschen frei geboren, ist eine Norm, ist ein Wert. Es sagt so etwas aus, nicht weniger und nicht mehr aus, dass wir alle Menschen so behandeln sollen, als ob sie alle freigeboren wären. Das ist, alle Menschen, die frei sind, in der gleichen Weise mit Gewissen und mit Vernunft ausgestattet. Deswegen haben sie Recht auf Leben, Freiheit, politische Freiheit mit einbegriffen und in ihrer eigenen Weise ihre Glückseligkeit zu suchen. Das so, wie die amerikanische Deklaration der Unabhängigkeit sich ausdrückt. Was heißt dann, dass alle Menschen freigeboren sind, falls dieser Satz nicht wahr ist? Wie ich es schon erwähnte, ist da ein Wert, dass wir alle Menschen als gleich freigeborene Menschen anerkennen sollen. Von diesem Satz folgen einige Sachen. Es folgen zum Beispiel die drei verschiedenen Wellen der Emanzipation. Die erste Emanzipation war die Emanzipation der Juden in Europa. Die zweite Emanzipation war die Emanzipation der Arbeiterklasse. Und die dritte Emanzipation war die Emanzipation der Frauen. Emanzipation heißt nicht mehr und nicht weniger, als Menschen als gleichwertige Bürger zu betrachten, dass die Menschen Recht haben, in der Sache des Staates teilzunehmen. Sie haben Recht zu wählen und gewählt zu werden. Das heißt, passive und aktive Freiheit, Bürgerfreiheit gehört nach der Emanzipation erst den Juden und dann auch den Arbeiterklasse und dann am Ende auch der Frauen. Nur im 20. Jahrhundert in der Schweiz, ganz spät, kam es auch zur Emanzipation der Frauen. Das ist der gründende Satz. Aber der gründende Satz ist doch mit anderen Aspekten der Moderne verbunden. Wenn wir die moderne Gesellschaft verstehen wollen, müssen wir die moderne Gesellschaft mit den allen prämodernen, vormodernen Gesellschaften kontrastieren. In allen vormodernen Gesellschaften sind die Menschen in eine gegebene gesellschaftliche Schicht geboren. Und im ganzen Leben haben sie die Funktion ausgeübt, die zu dieser Schicht gehörte. Wenn man Sklave geboren war, hat man als Sklave gearbeitet. Wenn man Leibeigene geboren war, als Leibeigene gearbeitet. Bürger hat als Bürger das Geschäft gemacht und die Adlige als Adliger und der König hatte doch die größte Macht in der Stadt. Das war ein natürliches Verhältnis. Das Wort natürlich hat Karl Marx auf diese
Forum moderner Gesellschaften angewandt. Er sagte, die moderne Gesellschaft ist die erste nicht-natürliche Gesellschaft. Denn dass alle Menschen freigeboren sind, ist nicht natürlich. Aber das Kind des Königes, das königliche Erbe, ist natürlich. Natürlich, er ist ein natürliches Kind, Sohn des Königes. Auch die Tochter ist natürlich. Und der adelige Kind ist ein Adeliger, das ist auch natürlich. Und das Kind des Sklaven ist ein Sklave, das ist auch natürlich. Und wenn man den Sklaven befreit, dann ist eine Geste, die natürlich rediviert, aber nicht verändert. Die moderne Gesellschaft ist eine nicht natürliche Gesellschaft, weil im Prinzip, und die Funktion, die wir in uns einem Leben ausüben werden, nicht mit unserer Geburt bestimmt ist. Es verschieht in einer verkehrten Weise. Das heißt, die Funktion, die wir im Leben ausüben, wird unsere Position in der gesellschaftlichen Hierarchie bestimmen. Ich wiederhole, dass in der modernen Zeit ist die Funktion, die wir im Leben ausüben, bestimmen, in welche Schicht der menschlichen Hierarchie, gesellschaftlichen Hierarchie, wir am Ende enden werden. Deswegen sind die Schulen so wichtig. Deswegen hat man die Elementarschule für alle Menschen prinzipiell obligatorisch gemacht. Deswegen haben wir Gymnasien, deswegen gibt es die modernen Universitäten, so verschieden von alten Universitäten sind. Ihr lernt doch die Studenten, um besondere Funktionen auszuüben. Die Politikwissenschaftler, politische Wissenschaftler, sollen sie das ausüben. Und die Philosophie lernen, hier gibt es solche nicht, aber doch, wir müssen Philosophie ausüben. Sie müssen Professoren sein, Lehrer sein, Ratgeber sein, das sind die Funktionen. Und was für eine Funktion Sie ausüben, wenn Sie in der Universität, sagen wir, ein Papier von der Universität haben, haben Sie eine größere Chance auf einer höheren Stufe der Hierarchie enden, als solche Jugendliche, die kein solches Papier besitzen. Das heißt, die Schulung hierarchisiert schon die Gesellschaft, nicht die Geburt, aber wo ihr endet, was für Papier ihr bekommt, das wird euch hierarchisieren. Diese Sachen zusammen gehören zur modernen Welt. Noch etwas. Es gibt in der Moderne drei verschiedene Logik. Logik, das heißt drei verschiedene Tendenzen, die einander unterstützen oder widersprechen, einander auch limitieren, Grenzen stellen einander. Die erste ist die Entwicklung der Wissenschaft und der Technik. Solche Wissenschaft, solche Technik existierte nie vor der Moderne. Es gab keine kumulative Wissenschaft und kein kumulatives Wissen. Das ist die Charakteristik der Moderne, dass Wissenschaft, das Wissen, das Wissenschaft und der Technik kumulativ ist. Dass wir jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr mehr wissen, als wir gestern oder vorgestern wussten und mehr tun können und mehr Gadgets haben, als wir vor 2 oder 3 Jahren. Wir haben jetzt diese kleinen Telefone, wir haben das jetzt, ich weiß nicht, auch kluge Telefone und so weiter. Jedes Jahr haben wir ein neues Gadget. Das ist ganz und gar verschieden von allen vorherigen Perioden, wo Menschen sehr langsam neue technische Möglichkeiten zustande kamen. Es dauerte manchmal Jahrhunderte, eine neue Technik einführen, in die Gesellschaft einführen und auch praktizieren. Das heißt, das ist die erste. Die zweite Logik ist Logik des Marktes. Das heißt, die Verteilung der Güter der Menschen und des Reichtums passiert auf dem Markt. Das ist Kapitalverhältnis. Kapitalverhältnis ist kein Teufel, wie es sehr oft als dämonisiert ist. Kapitalismus ist dämonisiert, obwohl es nur die Verteilung durch den Markt bedeutet. Aber das gehört zur Verteilung durch den Markt, dass wenn der Kontrakt auf Gleichheit beruht, es in Ungleichheit endet. Das heißt, in das Marktverhältnis muss man verstehen, es ist ein Verhältnis durch Kontrakt, wo aber
trotz der Gleichheit im Kontrakt Ungleichheit von diesem Kontrakt, gesellschaftliche Ungleichheit folgt. Deswegen hat man in den modernen Staaten die Wiederverteilung als eine notwendige Ergänzung der Verteilung anerkannt. Man muss die Güter, die Menschen und das Reichtum wiederverteilen, um diese Ungleichheit des Marktes in eine Art balancieren. Die dritte Logik, und jetzt komme ich zu unserem typischen Punkt, die moderne Demokratie. Der dritte Punkt ist, in der Moderne können wir so viele politische Einrichtungen ausdenken und praktizieren, wie wir es nur wollen. Das war nie in der alten Gesellschaften der Fall. Bei den alten Gesellschaften herrscht ein König oder eine Königin, ergerbt der Königtum, das war natürlich. Ja, darüber habe ich schon gesprochen. Jetzt aber können wir neue und immer neue politische Einrichtungen erfinden, weil eben die moderne Gesellschaft auf die Freiheit begründet ist. Aber Freiheit ist doch ein Grund, das nichts begründet. Das heißt, wir können frei auch die Unfreiheit wählen, weil Freiheit sein Grund ist, ein Fundament ist, unser Fundament, das wesentlich überhaupt nichts begründet. Er begründet unsere politische Einrichtungen nicht. Das heißt, unsere politischen Einrichtungen hängen von uns ab. Welche politischen Einrichtungen wir haben, hängen von uns ab. Was ist dieser Uns? Darüber kann ich jetzt nicht sprechen. Es gibt so viele Uns in dieser Welt. Es gibt so viele politische Einrichtungen der Moderne, die alle in der Moderne erfunden waren. Unter ihnen gibt es die liberale Demokratie. Ich habe damit angefangen. Aber auch Totalitarismus ist ganz modern. Hannah Arendt hatte recht, wenn er sagte, natürlich ist Nazismus und Bolschewismus kein Mittelalter. Die sind wesentlich modern. So sind moderne einige militärische Diktaturen. Und so sind modern einige autoritative Staatseinrichtungen. So ist modern auch die illiberale Demokratie. Das sind alle modernen Einrichtungen. Und es hängt von uns ab, auch von uns ab, welche politische Einrichtung bei uns, sagen wir, Wurzeln haben wird. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt, die Europa und die liberale Demokratie. Die Frage ist so gestellt, ob die liberale Demokratie in Europa Wurzeln hat, was für Wurzeln in Europa die liberale Demokratie hat und was wir in der Gegenwart von unserer Vergangenheit hoffen können. Das natürlich liberale Demokratie war in Europa erfunden. Liberalismus war wahrscheinlich meistens in England erfunden. Und Demokratie, wie ich es schon erwähnt habe, war doch im alten Griechenland erfunden. Das heißt, die Kombination der Zweien war sehr schwer und sehr langsam in Europa gedacht, nicht nur realisiert, aber auch nur gedacht. Warum war das so? Europa ist ein Kontinent der Nationalstaaten, der einzige Kontinent der Nationalstaaten. Es gibt in der Welt überhaupt keine Nationalstaaten. Einige sagen vielleicht, Ägypten ist ein Nationalstaat oder Iran ist vielleicht einer, wir wissen es nicht, aber das kann man bezweifeln. Aber Europa ist ein Kontinent der Nationalstaaten. Ich möchte betonen, vielleicht nur Europa ist ein Kontinent der Nationalstaaten. Das heißt, in Europa ist die Identität der Menschen eher eine nationale Identität als eine demokratische Identität. Vorher in Europa, es war eine religiöse Identität. Die größten europäischen Kriege waren
einmal eins religiösen Kriege. Der 30-jährige Krieg war der größte Krieg, das dieser Kontinent für Jahrhunderte kannte. Aber in der modernen Zeit gibt es keine religiösen Kriege mehr. Oder aber, wenn es einige gibt, das sind nicht wirklich religiös, aber nationale Kriege. Nationalstaaten kamen zustande seit der Französischen Revolution. In der Französischen Revolution war La Nation etwas Positives. La Nation war auch demokratisch gemeint, aber nur für eine sehr kurze Weile. Denn wir sollen es nicht vergessen, dass auch in der Französischen Revolution zum ersten Mal das Wort Terror positiv benutzt wurde. Robespierre sprach über Tugend und Terror. Das Jakobin-Diktatur, also eine Diktatur, offene Diktatur, war eine Diktatur der Tugend und des Terrors. Das heißt, sehr schnell nach der Erfindung einer demokratischen Konstitution, das in 1789 zustande kam. Das war eine demokratische Konstitution, erste Konstitution der Rechte Männer, Menschen und der Staatsbürger. Gleich nachher kam doch der Jakobinismus mit Tugend und Terror. Und dann kam natürlich Napoleon und dann kam das Bonapartismus. Bonapartismus war sehr interessant. Bonapartismus auch eine sehr europäische Sache. Gehört zum Nationalstaaten. Der Napoleon war doch der große Franzose. Er hat natürlich auch die Idee der Revolution verbreitet. Er war noch ein relativ progressiver Bonapartist gewesen, aber er war kein Bonapartist, er war Bonaparte selbst. Aber doch war seine Idee, er hat La Nation auf die Nation appelliert. Das heißt, die französische Nation, da hat die Nation, die wird die Welt befreien. Das war die Idee. Und zum ersten Mal in unserer Geschichte kam es vor, dass die Konzeption der Moderne, alle Menschen sind frei geboren und es ist keine natürliche Erbe, eine Wahrheit wurde. Napoleon stammt aus Korsika, aus Niemandsland, ja? Und wurde ein französischer Kaiser und hat beinahe ganz Europa erobert. Das heißt, wir haben gelernt, wir können von unten kommen. Wir brauchen nicht als König geboren sein. Von unten kommen die neuen Diktatoren. Alle neuen Diktatoren kamen aus unten. Keiner hat es geerbt. Es gab diese sogenannte unbegrenzte Möglichkeiten, das ist doch die Moderne. Die Funktionen, die wir ausüben, wird unsere Situation in der Hierarchie der Gesellschaft bestimmen. Ja, die Funktion, die Napoleon ausübte, hatte seinen Status in der Hierarchie der Gesellschaft bestimmt. Und so ist das nicht nur mit den Diktatoren, aber auch mit dem Ministerpräsidenten der Stadt, dass die Funktionen, die sie ausüben, bestimmt ihre Situation in der gesellschaftlichen Hierarchie. Aber ich bin bei Bonapartismus. Ich wollte das Ihnen nur als Beispiel sagen, dass in Europa Demokratie immer eine sehr kurze Tradition hat. Demokratien in Europa hatten immer sehr kurzes Leben gehabt und nach einer Demokratie kam immer wieder etwas, was man Diktatur nennen kann. In Napoleons Zeit eine Diktatur, dann kam eine Periode, wenn wir in Frankreich bleiben, der Republik, eine neue Republik und diese Republik war auch sehr nationalistisch gewesen. Diese Republik kam es zum Dreyfus-Prozess zum Beispiel. Aber auch innerhalb dieser Republik gab doch ein Mensch, der zum ersten Mal das verstanden hat, dass die Nationalstaaten die Möglichkeit einer vereinigten Europa unmöglich. Das heißt, Europa kann nicht einheitlich sein wegen der nationalen Identitäten. Und dieser Mensch war Jean Jaurès. Ich nenne seinen Namen, der ein einziger großer Sozialist gewesen war, der zwei Sachen zusammendenken konnte. Erstens war die Freiheiten zu verteidigen. Als man ihm sagte,
Gast, ein anderer Franzose, damals sagte ihm, das ist schön, aber warum sollen wir diesen Bourgeois-Juden verteidigen? Er ist doch kein Bourgeois-Jude. Dann sagte Dr. Jaurès, wenn die Freiheitsrechte eines einzigen Menschen verletzt sind, sind die Freiheitsrechte von uns allen verletzt. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke der Demokratie. Zweitens war er gegen die Nationalidentität, er hatte gegen den Ersten Weltkrieg gesprochen. Er wollte diesen Weltkrieg nicht. Er glaubte in den sogenannten Internationalismus. Internationalismus, dass die Brüder, Franzosen, Deutschen, sie sind doch Brüder. Warum sollen sie gegeneinander kämpfen? Zum ersten Mal im Ersten Weltkrieg, ja vor unseren 100 Jahren, von genau 100 Jahren von unserer Zeit, hat das Nationalismus gesiegt. Gesieg gegen die Einheit von Europa, Gesieg gegen die demokratischen Prinzipien. Es war ein Sieg, der sehr lange Zeit dauerte. Wenn wir über Vergangenheit sprechen, möchten wir sagen, dass sehr wenige europäische Staaten eine demokratische Vergangenheit haben. Was für demokratische Vergangenheit hat zum Beispiel Deutschland, die Weimarer Demokratie, kurz. Was für ein Frankreich hat ein wenig länger, aber nicht so lange. Da kam immer ein neuer Napoleon. Ja, Russland hat überhaupt keine. Und was osteuropäische Länder betrifft, außerhalb der Tschechoslowakei, da war eine relativ längere Periode Demokratie. Es gab keine Demokratie in osteuropäischen Ländern, überhaupt keine. Vielleicht einige in Nordeuropa, ich muss doch Daniel erwähnen, und natürlich in der Schweiz, aber über Schweiz muss man etwas sagen. Schweiz kam zustande vor den Nationalstaaten. Wie die Vereinigten Staaten, so auch Schweiz war gegründet, als Staat begründet vor den Nationalstaaten. Das heißt, ich wollte Ihnen sagen, Europa hat kein langes Praxis in Demokratie. Europa hat Demokratie erfunden, auch Liberalismus erfunden, aber mindestens im europäischen Kontinent. Ich spreche nicht über England. Im europäischen Kontinent hat Demokratie noch nicht wirklich Wurzel gefasst. Das heißt, ich sehe nicht, fühle nicht, dass Demokratie hier eine Wurzel hat in Europa. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass in Europa kein Land ihre Demokratie noch verteidigt hat. Wer hat die Demokratie verteidigt? Vereinigten Staaten, Australien, England, anglosächsische Länder haben ihre Demokratie verteidigt. Das heißt, europäische Länder haben ihre Demokratie nie verteidigt. Sie waren immer demokratisch, wenn die Sachen gut gegangen sind. Das heißt, wenn es ökonomisch gut ging, wenn sie jeden Tag ein wenig mehr hatten und reicher waren und ihre Interesse und ihre Bedürfnisse befriedigt waren, in diesen Perioden war die Demokratie all right. Aber wenn es zu Konfliktsituationen kommt, wenn die Sachen schlecht gehen, wenn eine Krise kommt, dann bin ich nicht so sicher, dass die Demokratie in Europa solche tiefe Wurzel hat, eine Krise zu bestehen. Das heißt, ich glaube kaum in eine Frustration-Toleranz der europäischen Demokratien. Warum nicht? Nicht die Vergangenheit, die Geschichte sagt doch sehr vieles. Die Geschichte spricht auch über die Menschen, die in der Geschichte interessiert sind. Ich glaube, dass einige Länder über einige Sachen die Vergangenheit verstanden haben, das heißt, die Gefangenen bewältigt hatten. Zum Beispiel, Deutschland hat doch die Nazi-Vergangenheit bewältigt. Das ist eine bewältigte Vergangenheit. Aber das ist nur ein Aspekt der europäischen Vergangenheit. Alle anderen europäischen Länder und Städte haben ihre eigene Vergangenheit nicht bewältigt. Europa als solches hat ihre Vergangenheit nicht bewältigt. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Ich war in einer Konferenz über Europa präsent. Und da haben einige nach dem anderen die europäischen Bürokraten, Union-Bürokraten gesprochen und alle haben gesagt, wie wunderbar Europa ist, die humanistische Land des Humanismus, wir sind die großen, wir haben die europäischen Werte, diese traditionellen Werte des Humanismus, dachte ich, Gott im Himmel, die Konzentrationslager, das hat auch Europa erfunden. In den 30er Jahren Europas volle Konzentrationslager.
was Nazismus, was Bolschewismus, aber Faschismus, was für humanistische Tradition sprechen diese Leute? Das heißt, man muss doch ehrlich sein. Es gibt nur nicht eine Humanistin, das gibt es auch, ja? Aber es gibt auch eine schreckliche Tradition, eine totalitäre Tradition. Totalitäre Gesellschaften sind ebenso modern wie liberale Demokratien. Und das heißt, wir würden nicht im Mittelalter zurück, wenn wir in einem totalitären Staat leben. Wir sind in der Moderne, aber in einer Moderne, wo es keine Freiheit gibt, wo es persönliche Freiheit nicht gibt. Und ich glaube, europäische Bevölkerung, wir zusammen, ich spreche über Osteuropa, sprechen Osteuropa steht schlechter als Europa im Allgemeinen, meiner Meinung nach, als schlechter steht. Das heißt, dass es gibt eine Untertanpsychologie. Wenn der Staat soll stark sein und der Staat soll Verantwortung für uns tragen. Das heißt, der Staat ist unser Vater oder unsere Mutter. Wenn Wohlfahrtsstaat ist eher unsere Mutter als unser Vater. Nicht streng, aber weich und lieblich und liebenswürdig. Aber betreut uns immer und wird uns helfen. Und wir müssen zum Staat uns, wir Staat bitten, dass der Staat uns in dieser oder anderen Sachen helfen soll, denn wir helfen uns überhaupt nicht selbst. Ich möchte nicht sagen, dass es immer hier der Fall ist. Wahrscheinlich ist es mit Ihnen nicht ganz und gar der Fall. Aber meiner Meinung nach, es in ganz Europa besteht noch diese Attitüde der Untertanpsychologie, wo man nicht sagt, wir sind der Staat, ja? Wie die People, sagen die Amerikaner, wir sind das Volk, wir sind der Staat, wir werden es erfinden, wir werden es machen, wir werden es verändern. Das heißt, alles hängt von uns ab. Dieses Gefühl ist nicht so sehr in Europa verbreitet. Ich spreche nicht über diesen, aber besonders über Osteuropa. Und jetzt werde ich zum eigentlichen Thema kehren, zum Jahr 89. Im Jahre 89 hat Osteuropa die politische Freiheit als ein Geburtsgeschenk bekommen. Das heißt, man hat es bekommen, ohne etwas dafür zu bezahlen. Und ich glaube, man bekommt nichts ohne etwas von dieser Sache bezahlen. Nichts ist frei, nichts ist ohne Bezahlung. Und das wussten wir nicht, das wussten die osteuropäischen Länder nicht. In der Zeit der 89, wir glaubten, dass wir werden das nicht bezahlen, dass wir nichts über unsere eigene Freiheit getan haben. Wir als erwarteten, als ein Stück Geschenk zu bekommen. Und als ein Geschenk waren wir unzufrieden mit dem Charakter dieses Geschenks. Die Unzufriedenheit stammt natürlich von einer Illusion, die wahrscheinlich alle osteuropäischen Länder hatten. Ich spreche nicht über Ostdeutschland, das ist eine ganz spezielle Frage, die DDR, denn die wurden doch ein einheitliches Deutschland und DDR blieb nicht ein spezielles Land mit speziellen Problemen und speziellen Konflikten. Also spreche ich jetzt nicht über DDR, nicht über Ostdeutschland. Ich spreche eher über andere osteuropäische Länder, die osteuropäischen Länder, die unter sowjetischer Besatzung gewesen waren. Das heißt über Ungarn, Polen, die Tschechoslowakei, Bulgarien, Rumänien, Albanien. Albanien nicht so sehr, sie waren so sich selbst besetzt, nicht andere sie besessen. Ja, schön, das war doch der Fall. Sie waren ganz unabhängig, noch schon keine Maoisten mehr, sie haben sich selbst besetzt. Ja, jetzt kommen wir 89. 89 war waren in verschiedenen Ländern kam es zu einer verschiedenen Systemveränderung. In Rumänien zum Beispiel kam es zu einem Kampf. Ceausescu und seine Frau waren getötet. Ermordet in einem Fall. Das heißt, es kam auch zum Toten, dass die Menschen fühlten, in einer Weise fühlten, wir haben es gemacht. Wir haben etwas dazu beigetragen.
In der Tschechoslowakei, besonders in Prag, war auch das Gefühl, dass sie etwas dazu beigetragen haben. Havel nach Rad haben sie geschrien, dass nun Havel den Präsidenten gewählt, das heißt Havel den alten Oppositionellen als Präsident zu haben, das hat doch in einer Weise den Wunsch des ganzen Volkes ausgedrückt. Polen ist verschieden. Polen war immer verschieden von allen osteuropäischen Ländern. In Polen hat man nämlich niemanden in der kommunistischen Regime getötet. Das ist ein Einzelfall gewesen. Darüber hat der Miloš geschrieben. Und Miloš hat auch die Frage gestellt, warum war Polen so verschieden von anderen osteuropäischen kommunistischen Ländern? Es waren keine Showtrials, keine, wie sagt man, Fenster. Schaufensterprozessen waren in Polen. Und die Antwort war das Folgende, dass die polnische Bevölkerung war anti-Nazi gewesen. Und dass sie haben zusammen gekämpft gegen einen gemeinsamen Feind. Nachher, als sie gespaltet waren, da einige waren doch Antikommunisten, andere Kommunisten wollten einige nicht den anderen töten, weil sie vorher in derselben Kampfzeit teilgenommen haben. Das ist nämlich Miloš' Interpretation. Es ist eine Interpretation, dass in Polen das Kommunismus immer ein wenig verschieden gewesen war, als in allen anderen osteuropäischen Ländern. Aber auch in Polen war der Fall gewesen, dass Menschen glaubten, dass mit der Demokratie etwas, ein Geschenk bekommen und diesen Geschenk, für wie sie sehr wenig getan haben, sie haben auch sehr wenig für diesen Geschenk getan, aber das etwas Weniges haben sie doch getan. Ungarn ist das Land, ich spreche über meine eigene Heimat, wo die Menschen überhaupt nichts für diese Systemwende getan haben. Sie hatten es wirklich als ein Geschenk bekommen und für dieses Geschenk haben, müssen sie jetzt zahlen. Das möchte ich sagen. Sie zahlen jetzt, wir zahlen jetzt für dieses Geschenk. Ungarn stand sehr schlecht in der demokratischen Vergangenheit, weil wir überhaupt keine demokratische Vergangenheit hatten, auch keine 2, 3 Jahre, auch keine 5 Jahre. Vor dem Ersten Weltkrieg war doch die Monarchie, österreichisch-ungarische Monarchie. Da kam der Erste Weltkrieg, dann die Kommune in Ungarn, da kam die Gegenrevolution, da kam Miklós Horthy und eine sehr autokratische Regierung. Da kam der Weltkrieg, da kam Nazismus, da kam die Deportation der Juden. Ungarn hat 2 große Traumas im 20. Jahrhundert erlitten. Erste Trauma von Trianon, 2/3 des Landes war weggerissen von Ungarn. Zweite Trauma war das Trauma vom Holocaust, denn 500.000 ungarische Juden waren hingerichtet. Viel mehr als Deutsche oder Österreichische zusammen. Das heißt, war das zweite große Trauma auf Ungarn gewesen. Dann kam gleich der Kommunismus. Na, hier kommt die Differenz zwischen Osteuropa und Westeuropa. In Westeuropa, nach dem Zweiten Weltkrieg, mindestens in Mitteleuropa, ich spreche nur jetzt über Mitteleuropa gab es schon die Möglichkeit, die demokratische Institutionen zu verwurzeln. Das heißt, einige demokratische Institutionen als selbstverständliche, nicht als natürliche, anerkennen, das ist nicht dasselbe. Das Demokratie kann selbstverständlich sein und nicht natürlich. Wenn es nicht natürlich ist, dann wissen wir, dass Demokratie man jeden Tag wiederherstellen muss. Das heißt, man muss es erfinden, jeden Tag wieder erfinden, weil es nicht natürlich ist. Aber es kann selbstverständlich sein, dass wir jeden Tag das tun. Dass nach dem Zweiten Weltkrieg hatten einige Länder, trotz der Wunden des Zweiten Weltkrieges die Möglichkeit bekommen, die Demokratie im Lande zu verwurzeln. Das hat die Möglichkeit auch Deutschland bekommen, ich meine Westdeutschland bekommen, das Möglichkeit Frankreich bekommen, aber nur
Mitteleuropa, Nordeuropa, Mitteleuropa, nicht Südeuropa. Das muss man nicht vergessen. Wenn wir die Europäische Union sprechen, werden wir nicht vergessen. In Griechenland gab es Diktatur, in Spanien gab es Diktatur, in Portugal gab es Diktatur. In Südeuropa gab es immer noch Diktaturen und in Osteuropa gab es eine kommunistische Diktatur. Das sind wenigen Ländern vor Europa konnten die Demokratien sich ein wenig entwickeln. Sie hatten sich entwickelt, aber haben sich entwickelt in einer internationalen Umgebung, die für diese Entwicklung nicht günstig gewesen war, nicht günstig. Denn die Umgebung war Umgebung totalitären Staaten, Umgebung der verschiedenen Diktatoren. Unter dieser Umgebung die Freiheit als selbstverständlich praktizieren, war nicht eine leichte Aufgabe gewesen. In Deutschland und in Frankreich passierte etwas, die nicht wesentlich, aber doch die Situation veränderte. Und das war die Neue Linke Bewegung 68. Die Neue Linke Bewegung war wichtig. Es war wichtig, weil es neue Art von Imagination in die politische Welt eingeführt hat. Das ist eine neue Art von Denken, neue Art von Vorstellen. Man die Vorstellungen haben verändert und es wurde in einer Weise angenommen, dass die Menschen sich in die Sache des Staates einmischen können. Das heißt zuerst mal, ich möchte sagen, die Neue Linke war problematisch, waren schöne Seiten und waren sehr problematische Seiten damit. Darüber will ich jetzt nicht sprechen, aber ich spreche nur darüber, dass es eine Bewegung war, die die ganze Gesellschaft bewegt hat, pro oder gegen bewegt hat, aber doch bewegt hat, Menschen haben angefangen, über Demokratie Ideen zu entwickeln, Pro und Con Ideen zu entwickeln, etwas darüber zu denken und wirklich fühlen, dass man sie etwas tun könne. Sie könnten auch die Väter fragen, wo wart ihr vor 20 Jahren, was hast ihr getan? Das heißt, die jungen Leute haben den Eltern Fragen gestellt. Es war auch ein Generationskonflikt, aber diese Generation hatte neue Ideen Europa in Mitteleuropa. Ich spreche nur über Mitteleuropa eingeführt. Es waren natürlich Neue Linke der ganzen Welt, es waren Studentenbewegungen an der ganzen Welt, aber nicht mit derselben politischen Aktivität als in Mitteleuropa. So möchte ich es erwidern. In derselben Zeit gab es noch Diktatoren. Es war noch Franco in Spanien. In Griechenland war es schon nicht eine militärische Regierung, aber für lange Zeit existiert es und existiert in Portugal Salazar. Ja, das heißt, so lange Zeit gab es nur sehr wenige Demokratien. So, ich möchte, das ist nicht, deswegen sage ich es alles. Ich möchte nicht sagen, dass die Menschen, dass die Staatsbürger für alles verantwortlich sind. Es gab sehr schwere Situationen in Europa. Und es gibt auch heute schwere Situationen in Europa. Heute gibt es schwere Situationen. Osteuropa gehört jetzt zu Europa, wir gehören zur Europäischen Union. Nationalstaatsbewusstsein ist heute vielleicht stärker als zuvor. Nach der Auflösung der Sowjetunion und Jugoslawien, mindestens 10 neue Nationalstaaten waren geboren. Das alle wollten doch unabhängig sein. Die erste Sache, dass ein Volk Nein sagt, was in ihre Selbstverständigung, sie haben Nein gesagt für den Nationalstaat, aber das war der erste Fall in Europa gewesen. Immer neue Nationalstaaten sind geboren, so kleine Nationalstaaten, das macht überhaupt nichts. Sie sind immer geboren, denn dies ist die Identität. Das ist das Problem. Was ist die Identität? Demokratische Identität und nationale Identität waren parallel entwickelt in Frankreich während der großen französischen Revolution. Aber sind auseinandergefallen. Das sind 20. Jahrhundert sind sie auseinandergefallen. Es ist sehr schwer, über einen Patriotismus zu sprechen, die Nation nicht als die grundlegende Einheit, grundlegende Identität betrachtet. Es ist sehr schwer. Schwer es zu lernen. Das ist natürlich also eine Nation, ist auch eine Identität. Dass die demokratische Identität für uns wichtiger ist als eine nationale Identität. Und die demokratische Identität ist für uns nun wichtig, weil wir es feststellen, aber weil wir auch
darüber etwas tun. Da möchte ich sprechen über das Problem, über die Institutionen. Die demokratischen Institutionen sind hier, jetzt. Hier in Deutschland, hier in Frankreich, jetzt auch hier in Osteuropa, in nicht ganz Osteuropa, mindestens die osteuropäischen Staaten, die zur Europäischen Union gehören. Da können wir sagen, dass das die Institutionen da sind. Aber Hegel hat einen sehr schönen Ausdruck. Er sagt, die Institutionen können positiv sein. Wann ist eine Institution positiv? Wenn es keinen Geist hat. Wenn der Geist von der Institution verschwunden ist. Und diese Gefahr ist immer da mit den Institutionen der Demokratie. Eben weil die demokratischen Institutionen nicht natürlich sind, ist es sehr wichtig, ob sie mit Geist erfüllt sind. Wenn sie nicht mit Geist erfüllt sind, werden sie im hegelischen Sinne positiv, werden sie da, aber schief oder ohne Seele, ohne Geist. Nur die Institutionen, und da kann man sehr schnell und sehr leicht sie zerbrechen, weil sie sind zerbrechlich. Institutionen ohne Geist sind zerbrechliche Institutionen. Wie zum Beispiel in meiner Heimat, die Konterinstitutionen und einige der wichtigen demokratischen Freiheiten aufgehoben waren und die Bevölkerung das über diese Entwicklung sich überhaupt nicht kümmert, weil eben dieser Geist die Institution nicht erfüllte. Und wenn die Institutionen nicht mit Geist erfüllt sind, dann können wir sie leicht verlieren. Und unsere Zeit ist eine gefährliche Zeit. Gefährliche Zeit, natürlich, alle Zeiten sind gefährlich, weil die Geschichte immer gefährlich ist. Ich möchte aber jetzt nicht nur über Europa sprechen, aber vielleicht werden andere in dieser Reihe über Staaten aus Europa reden. Aber möchte ich sagen, Demokratien sind jetzt in einer Art von Defensive. Das heißt, in der ganzen Welt Demokratien sind in Defensive. Es gibt totalitäre Gesellschaften, es gibt autokratische Gesellschaften, es gibt auch fundamentalistische Gesellschaften. Gegen sie hat die Demokratie keine Waffe. Das heißt, natürlich hat man Waffen wie Kriegswaffen, aber Kriegswaffen helfen überhaupt nichts gegen Fanatismus. Gegen Fanatismus kann man keinen Krieg führen, denn dieser Krieg wird ganz sicher verloren. Das heißt, wir sind in der Situation eines verlorenen Krieges. Ich kann mich erinnern, als der alte Bush-Krieg gegen den Terror sprach, dieser Krieg ist schon verloren. Das muss man doch schon einsehen, es ist schon verloren gegangen. Man muss doch wir müssen unsere Situation erkennen. Und Demokratie muss man verteidigen. Ich weiß, dass die Leute mit unserer Demokratie unzufrieden sind. Und sie haben alles Recht, mit unserer Demokratie unzufrieden zu sein. Sehr viele Institutionen sind nur positive Institutionen im hegelischen Sinne, ohne Geist und ohne Seele. Das heißt, sehr viele Leute verstehen nicht, wie sie ihre eigenen Wünsche, ihre Interessen durch diese Repräsentation System, ja, System, sie verwirklichen können oder eher ausdrücken können. Das heißt, es gibt ein Problem mit der Formalisierung der unserer Demokratie und deswegen sind wir immer unzufrieden. Und ich glaube, Unzufriedenheit ist eine gute Sache, denn Unzufriedenheit ist eine moderne Sache. Wir müssen immer unzufrieden sein mit was in unserem Land passiert. Wir müssen immer sagen, das, was ihr gerecht glaubt, ist ungerecht, was ihr gut bestimmt, ist wesentlich nicht gut. Aber nur dann, wenn wir wissen, was wirklich gut wäre, was wirklich gerecht wäre. Das heißt, die Negation ist wichtig. Aber schön, wieder zu Hegel sagen, es muss eine Position gegen die Negation stehen. Wir können sagen, das ist ungerecht. Etwas anderes würde gerecht sein. Aber da müssen wir zeigen, was mehr gerecht sein wird und warum. Auch mit Argumenten. Und das ist nicht gut. Etwas anderes würde besser sein. Aber dann sind wir, da ist unsere Pflicht zu zeigen, wie das besser sein kann. Wir müssen mit Argumenten und Gegenargumenten auch zuhören.
sagen, was besser wäre. Das heißt, die Negation muss man immer mit einem Positiven ergänzen, sonst ist eine Negation destruktiv. Einmal sprach Nietzsche über Nihilismus in Europa. Er ist eine Art von Tendenz in Nihilismus auch in Europa. Und deswegen kann man nicht nur mit dem Nein ändern, man muss sagen, nicht Nein, doch dieses Ja. Und ich kann ein Argument finden, warum dieses Ja. Und ich finde ein Argument, obwohl ich auch simultan den anderen zuhöre. Das heißt, die Meinung und die Überzeugung der anderen zuhöre, auch mit dem Kopf der anderen denke und mit meinem eigenen Kopf denke. Nur wenn man diesen minimalen Vorbedingungen, einer demokratischen Diskussion bewusst ist, kann man eine solche Diskussion führen, wo die Unbefriedigkeit mit unserer Welt, die sehr wichtig ist, die Unbefriedigkeit einen positiven Möglichkeit mit in Bereich gibt, eine positive Möglichkeit dieser Art von Unzufriedenheit. Ja, ich weiß, dass meine Zeit schon vergangen ist. Es tut mir leid. Das heißt, jetzt werde ich Ihre Frage hören und ich kann auf Ihre Frage mit den Antworten vielleicht einiges erleuchten, was ich so abstrakt jetzt Ihnen jetzt gesagt hatte. Ich habe über die Zukunft der Demokratie überhaupt nicht gesprochen, aber Sie können das vorstellen. Sie können das machen, ja? Nicht nur vorstellen. Ja, danke.